Nachmittag, 16.15 Uhr. Und die beste Prominentenkochschule Europas geht wieder live über den Äther. Und ich freue mich, heute mal wieder so kochen zu dürfen, dass es mir Lust und Laune macht. Und zwar ein wunderbares Lammgeschnetzeltes mit einem Bohnensalat dazu, der es in sich hat. Und selbstverständlich mit einem Kartoffelbeilagenteilchen, was Sie nicht nur satt, sondern auch glücklich werden lässt. Und es gibt wunderbare, wie heißen die Dinge nochmal? Quarknocken. Ich habe es fast vergessen, ne? Quarknocken. Ja, aber die werden natürlich in einer Exzellenz dargeboten, die seinerseits wirklich ihresgleichen sucht. Aber, meine Damen und Herren, was wäre das, was ich hier versuche? Ohne den Mann, bei dem selbst eine Orchidee grau und fahl aussieht. Johann, bist du da? Ich bin da, herzlich willkommen. Liebe Zuschauer, liebes Publikum, ich freue mich natürlich auch, heute für Sie kochen zu dürfen. Und ich habe mir auch was einfallen lassen, zwei Gerichte. Zum einen als Vorspeise eine schöne thailändische Suppe mit Hühnchen und Garnelen, mit Kokosmilch, tollen Gewürzen. Die ist, glaube ich, wirklich lecker. Und dann machen wir als zweites eine Rotbarbe, kross gebraten, dazu ein Vanillespitzkohl. Und wir machen dazu eine schöne Kartoffelrolle mit Pesto-Gefühl. Also ich glaube, zwei leckere Gerichte. Und natürlich, liebe Zuschauer, werde ich auch für unsere Küchenschlaggewinner, die heute da sind, was kochen. Dazu später vielleicht mehr. Aber erstmal muss ich sagen, ich bin so glücklich, einen Mann an meiner Seite zu haben, der wirklich immer besser kochen kann. Horst Lichter. Johann, mein Hase. Ah, okay. Grüß dich. Ja. So. Ach, Johann. Wie schaut's aus? Sehr, sehr gut. Weißt du, was ich bei dir so beeindruckend finde, Johann? Ja. Selbst wenn du ein Rezept machen würdest, was aus meiner Feder stammen würde, käme etwas raus, was wirklich die Sonne verblassen lässt. Warum? Ja, weil deine Eleganz. Jetzt, meine Damen und Herren, es ist wirklich wahr. Diese Blattpetersilie war, als wir sie dort hinstellten, komplett verwelkt. Und kaum sieht sie Johann, blüht sie auf. Du bist wirklich ein Künstler, Johann. Hallo Horst. Ja. Hast du auch gesagt, dass ich vorher die Läuse entfernt habe? Gut, das ist jetzt wieder zu intim, meine Damen und Herren. Aber ich habe einen Gast heute, auf den ich mich außerordentlich freue und mit dem ich hier glänzen werde heute. Ich hoffe, einiges von Ihrem Glanz wird auf mich abfallen. Nicht nur an der Optik, an der Jugendlichkeit, der Schönheit, Intelligenz, nein, auch von Ihrer Backkunst. Sie ist eine Moderatorin, die ihresgleichen sucht und die ich, wie ich sagen würde, wenn ich 30 Jahre jünger wäre, Johann nicht hätte, würde ich mich um Sie bemühen. Da kannst du nicht gegen an. Liebe Zuschauer, das mag alles sein, aber ich habe eine Antwort auf diese Aussage. Mein Gast kommt aus Rottenmann in der Steiermark. Schon wieder einer von zu Hause mitgebracht. Er ist Schauspieler, Sänger, Moderator. Und ich glaube, Sie alle kennen ihn. Ich finde diese Sendung sensationell im ZDF. Dr. Gruber, schon mal gehört? Ja. Wer kennt die Sendung? Oh, hier ist Edi van der Maiglocke und Hans Siegel. Ich habe dich ja gut vorbereitet auf die Sendung. Das stimmt. Du warst ja schon bei mir, jetzt bist du für ihn bereit. Eni, du bist bezaubernd. Wunderschön. Es tut mir total leid. Guck mal da. Ich wollte nur sagen, ich bin schon vergeben. Du bist ja, ich bin ja auch weg, ne? Aber ich wollte damit nur sagen, wenn ich dann könnte und deiner würdig wäre, dann täte ich machen. Aber so geht's nicht mehr. Ne? Aber wir können ja zusammen am Herd und so, ne? So, am Herd können wir zusammen und so, ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir einfach mal und so. Okay. Du bist eine sensationelle Bäckerin. Ich gebe mir Mühe. Du hast sogar eine eigene Backsendung. Ja,
Das darf bei mir ich jetzt ist immer sagen. Alles ganz einfach. Deshalb bin ich froh, dass ich auf dieser Seite bin und nicht dort. Bei mir auch. Bei mir ist hier alles einfach. Da drüben ist, also da brauche ich alleine eine Woche für ein Rezept zu verstehen. Da weiß ich aber immer noch nicht, was wird. Okay. Ja? Aber dafür sieht es immer toll aus. Ja, das stimmt. Du machst hier, guck mal, einen Birnenmus, das fiel mir eben gar nicht mehr ein. Schön mit Cidre. Magst du Birnen als Mus gekocht? Ich mag Birnen total gerne und ich mag das ganz gerne. Cidre? Ja. Cidre ist ein ganz... Fang mal an, der Johann ist schon wieder aufmüpfig. Küchen-ADS. So, fang einfach. Jetzt erstmal zuerst, der Hans macht jetzt Folgendes. Kochlöffel haben wir hier. Der brät schon mal die Knochen an für unsere Suppe. Und zwar thailändische Hühnersuppe mit Garnelen. Ja? Erstmal Hühnerknochen anbraten, dann gibt es dazu Zitronengras. Dann was ganz Wichtiges, das kennen die meisten Leute noch nicht, das ist ein Kaffir-Limonenblatt. Das typische Blatt vom Zitronenbaum in Thailand. Was der Suppe diesen richtig leckeren Geschmack gibt hier. Kann man also eingefroren kaufen oder beim Asiaten. Dazugeben. So, die kommen auch schon rein, oder? Dazu, genau. Knoblauch dazu, richtig. So, die lässt jetzt schön mitkochen. Man macht einen Sud daraus. Dann tun wir noch rein, und zwar die Garnelenköpfe. Warte mal, Garnelen habe ich hier. Einfach die Köpfe abziehen hier, guck mal. So, rausziehen. Und dann die Köpfe mitrösten, ja? Und die Garnelen schmeißt du weg, du nimmst nur die Köpfe. Das ist aber doch Verschwendung. Die tue ich doch nachher rein, du Blödmann. Ich brauche erstmal die Karkassen da. Es geht los, Inni. Es geht schon wieder los. So. Siehst du eigentlich immer mit bei euch, so 1-1, 1-0, 2-1, wie das im Tennis ist, 15-0, 30-0? Genau. Nein, nein, abends im Zimmer ist er immer wieder ganz lieb. Verstehe. Dann weint er auch meistens, dass er so frech war. Aber beim Kochen geht's mit ihm durch. Sobald er einen Herd vor sich hat, kannst du mit dem nicht mehr normal reden. Ja, ja. Und mit dem musst du mal einkaufen gehen. Ich war aber letztens mit dem in einem Küchenladen drin. Der fängt sofort an, die Platten auszuprobieren. So, kurz andünsten, dann mit Hühnerbrühe aufgießen und kochen lassen. Wie lange lassen wir das noch ein bisschen an? Schon ein bisschen Farbe nehmen lassen. Gut, dann habe ich jetzt erstmal nichts zu tun. Ich mache jetzt erstmal das Pesto hier aus Petersilie, Pinienkerne, Olivenöl, dann Knoblauch und etwas Salz und Parmesankäse. Du kannst mir die Kartoffeln bitte aus dem Backofen holen, die müssen wir jetzt durchpressen. Merkt man, dass den Ton ernst? Ja. Ja. Hier ist nett, ne? Auf der Seite. Hier ist sehr nett. Muss ich die Birnen abgießen? Guck mal, wie der da reinguckt, als wenn was passieren würde. Ne? Ja. Was soll mit den Kartoffeln passieren? Die Kartoffeln? Johann hat nämlich zu Hause keinen Fernseher. Wollen wir die guckt Mixer. Apropos Fernseher. Ja. Stimmt das, Hans, dass du bis zum 10. Lebensjahr keinen Fernseher kanntest? Das stimmt nicht. Ich kannte das, das Zentrum der Freude, das zweite deutsche Fernsehen, erst ganz spät. Also in meiner Jugend gab es nur ORF, FS1 und FS2 damals noch in Österreich. Ja. Mhm. Und erst ganz spät. Also deutsches doch kein Fernsehen, hatte Johann doch recht. Naja, es ist alles immer relativ bei uns, weißt du? Schau mal, so werden bei uns hier Kartoffeln gegart. Auf einem schönen Salzbett, oder ist das? Genau. Ja, ja. Nicht einfach. Ja. Sag mal, normalerweise... Du bist ja Doktor, zumindest in der Sendung. Ja. Ist ja, desto höher man ist am Berg, desto länger muss was kochen, weil der Siedepunkt dann später wird. Ne? Entschuldigung, ich habe das nicht gehört. Desto höher man am Berg ist, desto länger muss man kochen, bevor der Siedepunkt erreicht wird, weil der ja nach oben gesetzt das wird. Das ist eine Sache richtig. Man muss auch, je höher man kommt, die Frauen länger anbraten. Also in deinem Fall. Ich wollte ja nur mal darauf hinweisen, dass die Sendung gerade mal 4,5 Minuten alt ist und die Kartoffeln bereits gegart sind. Das ist der Vorteil des sogenannten Schnellgarers. Dankeschön. Sehr gern. Mein Hase, ich weiß, dass du immer 2-3 Stunden vor der Sendung bereits im Studio bist, um vorzubereiten, aus Flissentlichkeit. Ja, weißt du warum? Warum, mein Engel? Weil ich möchte für unsere Gewinner der Küchenschlacht, die wir erstmal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Nina Isabella Raffaello und Ranheit Marie Brenda. Willkommen! Komm mit! Hallo? Hallo? Servus! Ich wollte nämlich was kochen für euch, ja? Ach, deswegen hast du so früh angefangen. Ja, sicher. Mein Gott, und ich denke noch, bereitet der wieder heimlich vor? Nein. Aber das hat ja einen ganz anderen Sinn dann. Ne? Darf ich mal daneben? Na ja. So, guck mal, von wo kommt ihr? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Ja, das ist aber schön. Wo aus der Schweiz? Im Kanton Aargau zu Hause. Ach
Gott, hast du gemerkt, Johann, wie sie alleine schon spricht? Ja. Das ist schon eine ganz andere Schule, ne? Nicht wie bei unser einem. Ja. Und dieser nette junge Mann neben dir, der kann was, was du nicht kannst, was ich aber kann. Was kann der denn? Motorradfahren. Ich hab Johann mal aufs Fahrrad gesetzt, klack, klack, auf dem Rücken. Ja, wenn da noch ein Motor dran gewesen wäre, wäre ganz vorbei gewesen. Und wenn du möchtest, dann fahren wir beide mit dir mal und du sitzt hinten drauf. Dann möchte ich dich aber mal sehen, wenn die Haare mal im Wind so richtig zerzaust sind. Ja? So, ich gehe arbeiten. Ja, würde ich auch sagen. Ja, und ihr könnt ja noch ein bisschen schnacken da. Bei wem warst du? Beim Alfons Schubeck. Beim Alfons Schubeck. War alles in Ordnung? Ja, das war ja so lustig, weil in der ersten Runde waren wir ja die salzlose... Ah, das war diese ominöse, wo kein Salz in der ganzen Küche war. Genau. Und weil ich aus Salzburg komme, habe ich mir gedacht, ich bringe dir was Schönes mit. Du hast Salz mitgebracht wahrscheinlich, ja? Nee, nicht nur Salz, sondern einen Stein, den du dann selber zertrümmern kannst. Bitte schön. Hey. Salz? Komm her. Johann. Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns die Erde schenkt, das Kostbarste. Da glaube ich, hast du recht. Ja, sehr schön. Guck mal. Horst. Ja. Also, wir halten fest, bis der Stein aufgebraucht ist, machen wir Laferlichter lecker. Einfach dann. Jetzt, Johann, guck mal, ne, jetzt kann man wirklich sagen, jetzt hat der Esel seinen eigenen Leckstein. So. Tu mir nix. Horst, ich habe dir mitgebracht auch ein Glas, und zwar, das soll jetzt dein Schnauzbart sein. Ist er, das ist ja. So ein Edelweiß-Salz. Siehst du hier, Edelweiß-Salz? Da Enzian. Das, Enzian-Salz. Enzian, okay. Enzian. Möchtest du meine Brille mal haben? Nee, ist okay, alles klar. Enzian. Das ist übrigens auch kein Salz, sondern Schmalz. Was? Ja. So. Edel. Okay, alles klar, komm. Nee, jetzt Brühe draufgießen. Und jetzt machen wir den Teig für die Kartoffelrolladen. Kleinen Augenblick, ich muss einen Aufruf machen. Nee, jetzt halt die Klappe jetzt, komm, mach weiter. Ich mache einen ganz kurzen Aufruf. Ja, was denn? Sehr verehrte Damen und Herren, sollten Sie zu Hause noch Brillen haben von Omi, Opi oder Ähnlichem, bitte sammeln Sie diese Brillen und schicken Sie die ans ZDF unter www.lafersollsehen.de. Das würde mich freuen. So. So, liebe Eni, wie gefällt dir dieses Rezept? Ich finde es sehr lecker, weil ich mag ja Nockeln so gerne. Ja, wenn du backst ja wirklich sehr, sehr viel. Das ist ja jetzt nicht nur fürs Fernsehen so gemacht, sondern du bist ja wirklich eine Leid. Aber ich esse es nicht, das ist ganz wichtig. Ich backe zwar, aber ich esse nicht alles auf. Oh, wem gibst du das denn? Meine Freunde werden immer beschenkt. Und du hast nur mobbelige Freunde? Natürlich, dann sehe ich schlanker aus. Das ist ja mein Ziel. Aber magst du keinen süß, wenn du doch backst? Ich back total gern herzhaft. Also wenn ich jetzt so Quarknockeln mache, ich mache die jetzt hier mit Birnen. Ja. Zu Hause würde ich die wahrscheinlich auch machen, aber in salzig und dann nicht mit einem Birnenmus, sondern vielleicht mit einem Pesto oder so. Oder also ich bin eher so herzhaft. Oder was ich auch toll finde, ist immer die Kombination von süß und salzig zusammen. Also meinetwegen das mag ich Fleisch auch sehr mit Schokolade gerne. Oder Basilikum mit Erdbeeren oder so. Oder Rosmarin. Fleisch mit Schokolade. Das geht. So mit so richtiger, mit so einer Kakaosoße, die so ganz herb ist. Das ist total lecker, Rindfleisch. Sicher das. Ja, sicher das. Ein Kotelett im Schokoladensüßchen. Das wird aber schwierig, glaube ich. Oder? Das geht. Aber wie kommt man auf so Gedanken? Die polynesische Küche, die hat auch polynesische. So Sachen. Polynesische? Ja. Wie kommst du auf die polynesische Küche? Weil die Holländer sehr viel polynesisches Essen haben. Jetzt frag aber mich du nicht, bist ja warum gar keine wirkliche Holländerin. Nein, aber ich du kommst mag ja eigentlich aus den neuen Essen. Bundesländern. Hast einen Namen, aus der holländisch klingt. Ja. Und liebst polynesische Küche. Essen. Und dänische Küche. Und dänische Küche. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Aber es war jetzt relativ verständlich vom Rezept her, oder? Das war sehr einfach.
Sehr also, einfach. Ich liebe so einfache Sachen, weil die gehen halt schnell. Ne? Also wäre ich jetzt auf der anderen Seite, müsste ich garantiert aus dem Eiweiß noch einen Schaum schlagen, den irgendwie unterheben und dann gefriergetrocknet irgendwie die Dinger backen. Stimmt. Ja. Stimmt. So, ich mache jetzt gerade hier ein leckeres Essen, und zwar geschnetzeltes vom Huhn mit Paprika, mit Blumenkohl, asiatisch für unsere Küchenschlachtgewinnerinnen. Guck mal her. Jawohl. So. Dazu gebratene Glasnudeln. So, was machst du hier? Ausbreiten und Folie. Da, eine Klarsichtfolie drauf und gleichmäßig ausrollen, bitte. Ja, wo ist denn die Klarsichtfolie? Die haben wir irgendwo Klarsichtfolie. Herr Lichter? Herr Lichter? Ja, selbstverständlich. Mise en place, ich bräuchte die Klarsichtfolie. Die Klarsichtfolie? Gerne. Gerne. Klarsichtfolie. Weißt du, dass der Hans angefangen hat, Koch zu lernen? Was soll ich mit der Klarsichtfolie machen? Mir geben. Gerne. Ich mach dir nur auf dir. Dankeschön. Hans, wo hast du angefangen, Koch zu lernen? Hans, du hast Koch gelernt? Ja, Johann. Wo hast du angefangen, Koch zu lernen? Wo hast du angefangen, Koch zu lernen? Du sag ihm, ich war in der Schweiz. Er war in der Schweiz. Und meine Mutter hat damals ein Restaurant geführt mit einem Hotel. Das hieß, seine Mutter hatte damals ein Restaurant, ja. Das hieß, war in Graubünden, im Meilenfeld. In Graubünden, ja. Wie? Meilenfeld hieß das. Ach, Meilenfeld hieß Meilenfeld? Das. Du hörst aber auch nicht zu, Mensch. Ja. Und das hieß Heidihof. Heidihof hieß das. Aber ich so... Da sollte ich damals mangelnden Schulerfolges quasi dann irgendwann mal übernehmen und sollte Koch lernen. Schön anbrachen. Und da ich damals diesen Beruf schon als extrem schwierig und hart empfand, dachte ich mir, ich glaube, ich möchte es ein bisschen leichter machen. Der Schauspieler. Das war damals noch nicht ganz klar. Aber es sollte sein, und seither habe ich höchste Hochachtung vor eurem Beruf. Ja. Weil es, wenn man wirklich tagtäglich dann... Also mein Fernsehkoch ist natürlich noch die entspannte Variante, oder? Aber ich sage mal, ein Restaurant zu führen ist schon beinhart. Denn was? Ein Restaurant zu führen als Koch ist schon richtig Arbeit. Gell? Das ist schon richtig. Machen wir dann mal kurz. Sollen wir das ausrollen? Glatt ausrollen, nicht zu dünn. Nicht zu dünn. Und dann kannst du das Pesto draufstreichen. Ja, das Pesto hier von. Was verstehst du das unter Ausrollen, Johann? Rollholz. Wie heißt es in der Steiermark, das Rollholz? Kennst du dich erinnern? Was haben wir gesagt damals? Rollweige. Rollweige, sagt ihr in der Untersteiermark, sagt ihr das? Ja, was sagt ihr? Einfach ich hab's fixen, ganz ehrlich vergessen. Nudelwolker. Nudelwolker? Ja, Nudelwolker. So, und jetzt musst du hier bitte draufstreichen das Pesto, ja? Der Pesto kommt auf das. Schön dünn draufstreichen, schön dünn, so. Sehr gern. Wir machen jetzt erstmal die Nudeln hier für die Gäste auf die Platte, die asiatischen Reisnudeln gebraten. So. Johann? Ja? Magst du auch Fleisch mit Schokolade? Ja, ich mag Fleisch und Schokolade. Dann magst du das auch beides so zusammen? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Horst, jetzt mal wirklich im Ernst. Ja. Das muss schon eine extrem bittere Schokolade sein und ich esse das nur in ganz speziellen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich 3 Tage vorher nichts gegessen habe. Nee, mir schmeckt das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach noch so ein klassischer Mensch. Ich finde immer noch Schnitzel. Du bist ein klassischer Mensch. Ja, ich finde Schnitzel das Geilste. Schnitzel das schön ist gebraten. Ein schöner Satz. Ja, ist es so. Ich bin ganz einfach gestrickt. Mein Name ist Johann Lafer und ich bin ein klassischer Mensch. Ein schöner Satz. Das ist klassische Küche, geschnetzeltes mit asiatischen Nudeln. So, guck mal hier. Ganz gefährlich. Kannst du mir mal sagen, warum meine hier so auseinanderlaufen, meine Nockeln? Ja, du hast kein Paniermehl reingetan. Doch. Ganz dann hast viel. Du zu wenig reingetan. Nicht da drauf setzen. Ach, Entschuldigung. Hier, und zwar, ich mache gerade diese Kartoffelrolade. Siehst du hier? Ich habe also hier einen Kartoffelteig gemacht. Fangen wir mal neu an. Pesto. Draufgeschrieben hat der Hans. Perfekt. Jetzt. Bei dir ist es so Millimeterarbeit. Ja, und jetzt tun wir das schön so von hinten nach vorne vorrollen. Siehst du hier? Ja. Ja, so. Das ist hier Horst Kochkunst. Guck mal, da. Oh, das kriegen wir nicht da rein. Machen wir hier drauf. So, ich tue mir jetzt ein bisschen kalt stellen, wenn es geht, in den Kühlschrank. Ja? Und dann schneiden wir daraus schöne Scheiben und braten wir die. Gell? Selbstverständlich. Und du kannst weitermachen mit deinen Garnelen ausbrechen. Ich mache den Spitzkohl. Garnelen ausbrechen. Oder? Backen also ist viel Versuch. Ich bin nicht so jemand, der sich immer an Rezepte hält. Das ist mein Problem. Das merkt man. Ja, das merkt man.
Ich mache das immer so nach Gefühl. Ja, das sieht man. Ist ganz schlimm, wenn was gut wird, dann weiß ich nicht mehr, was, wovon, wie viel da drin war. Dann hast du heute aber hier kein gutes Gefühl, oder? Das war ein ganz doofes Gefühl. Ich habe Hunger. Du hast Hunger? Gut, wir machen jetzt das Öl richtig schön heiß. Okay. Genau, und dann kannst du eine schöne Nocke. Und ein Tipp ist, gerade beim Ausbacken, ja, bei Kuchen oder Ähnlichem oder auch bei Gehacktem, viele probieren ja keine Frikadelle vorher. Ich mache Öl eins jetzt heiß, ja, eins reinmachen. Und wenn das schön wird, dann kann man A probieren und sieht, ob es hält. Okay. Wenn du jetzt die Pfanne voll machst, dann ist alles kaputt. Habe ich mal Knödel gekocht. Ich habe es nachher als Kartoffelsuppe verkauft. Weil die Dinge haben auch nicht gehalten. Oh. Für den Vanillespitzkohl mache ich jetzt Folgendes. Ich brate in Olivenöl oder in Butter, brate ich an rote Zwiebel. Ja. Dann geben wir dazu eine Vanilleschote. Und früher gab es dafür noch Applaus. Kannst du dich erinnern, nein, Johann? Nein, nein, nein. Als nein, du gesagt hast, ich tue Zwiebeln in die Pfanne. Top, top, oh. Und jetzt nichts mehr. Es ist normal geworden. Er ist halt nur ein Mensch. Ein klassischer Mensch. So. Vanillemark dazugeben, auch die Schote mitbraten, schön langsam. Dann geben wir rein etwas Zucker und noch ein Stückchen Butter. So, jetzt machen wir zu den angebratenen Schalotten oder roten Zwiebeln mit der Butter Spitzkohl, einfach geschnitten dazu und dünsten den langsam. Also nicht vorher blanchieren, sondern einfach schön langsam drin garen. Johann, hast du Sahne? Sahne habe ich da, ja, auf jeden Fall. Wie viel brauchst du? Johann, einen guten Schuss für das Söschen. Kann ich dir gerne geben. Das ist sehr lieb von dir. Wohin, da rein? Hier rein. Noch ein Schuss. Ich brauche noch was. So reicht. Mehr gibt's nicht, so. Ja, wird schön. Gleich für das Geschnetzelte. So, Spitzkohl. Horst. Ja? Was macht ihr da überhaupt? Ich mache ein wunderbares Lammgeschnetzeltes. So, und guck mal hier. Lecker Söschen. Da hingucken, nicht da, da, da. Hier, das wird fürs Publikum. Eine große Portion. Na? Ist noch nicht abgeschmeckt, Johann. Wie nennt sie die Soße? Die hat noch keinen Namen. Ich habe aber noch nicht probiert. Wenn du möchtest, kannst du die taufen. Soll ich dir eine Flasche Champagner holen? Dann kannst du sie taufen. An deiner Stelle würde ich gerne. Schmeckt sie denn? Würde ich gerne probieren. Schmeckt sie? Nein. Hallo! Was, hast du alle bezahlt, dein Publikum heute, oder wie? Nein, das ist ein unabhängiges Publikum. Na? So. Fertig. Jetzt schöne Stücke schneiden. Ach so, jetzt weiß ich, was ich noch machen muss. Mann, ich stehe hier rum und rühre nur. Ganz vergessen, ich muss ja meinen Bohnensalat noch machen. Ich habe eben die Bohnen schön gekocht, in Eiswasser abgeschüttet. Mm. Jetzt mal ohne Quatsch, probier die mal, die ist eine Sensation. Okay. Genug Salz? Bitte schön. Wollt ihr noch mehr Sahne? Da muss doch gleich ein bisschen mehr Sahne rein. Ist alles für euch, klar. Hallo? Das will ich mal austeilen. Die ist toll, ne? Ah. Danke, dass du mir die Sahne geklaut hast. Nein, ich habe nur einen Spritzer genommen, ja, Johann. Ja, ja. Ich lasse uns neue bringen. Möchtest du von einer schönen Dame? Ja? Ich möchte eine. Eine schöne Dame, die dir Sahne bringt. Ich wünsche mir eine schöne Dame, die Johann Sahne bringt. Wer ist eigentlich zu Gast bei dir in deinen Backsendungen? Also, ich durfte ja auch schon mit sehr prominenten Bäckern backen. Also zum Beispiel mit Cynthia Bacomi. Die hat mit ja wem? Cynthia Bacomi, die hat mehrere. Gut, bei dem Namen konnte sie auch nur Bäckerin werden. Bacomi. Bacomi, die hat auch mehrere Cafés in Berlin und die ist Amerikanerin. Bacomi. Und die kann so sehr, sehr leckere Sachen. Also so amerikanische mit viel Zucker und viel Fett. Was ich großartig finde. Aber jetzt verarsch mich doch nicht. Sie heißt doch Bacomi, oder? Nein. Bacomi? Bacomi, du kennst sie nicht, da musst du mal nach Berlin kommen. Darf und dann da habe ich auch hin? So Blogger und so. Also du kannst auch gerne mal mit mir backen, wenn du möchtest. Ich würde gerne mal mit dir backen. Gibt es einen Backblogger? Was ist denn ein Backblogger? Es gibt ja jetzt so diesen Beruf der Blogger. Ich habe das immer noch nicht so der ganz Blogger für mich entdeckt. Also die, ich ziehe mir da immer so aus dem Netz Rezepte raus. Also es gibt so Menschen, die
backen und dann bloggen sie, also stellen was ihre Bilder. Johann, hast du auch schon mal geblockt? Er ist schon mal bockig, aber nicht Blogger. Nee, die stellen dann ihre Rezepte und ihre Bilder von dem, was sie gebacken haben, ins Netz. Das ist irgendwie ganz so ein neues Dings. Das ist dein Beruf? Da gibt es Menschen, die verdienen damit ganz viel Geld. Und die machen auch ganz tolle, leckere Sachen. Dass sie das ins Internet setzen? Ja, oder wir haben dann auch zum Beispiel Leute eingeladen, die ein leckeres Café haben und die einen ganz besonderen Kuchen. Ein leckeres Café? Ja, so ein Café, wo es den leckersten Kuchen der Welt gibt. Oder die besten Cookies oder die besten Blondies. Und die dürfen sie dann, die sind so nett, die verraten das Rezept halt in meiner Sendung. Und dann darf ich das auch von denen probieren und lernen, wie das geht. Weil ich guck mal, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen da. Siehst du? Aber es wäre doch eigentlich mal ganz witzig, ja, wenn ich mit Johann mal zu dir käme zum Backen. Und dann machen wir eine Schwarzwälder Kirsch mit viel Alkohol. Ich hätte ein anderes Rezept. Ja? Ja. Was denn? Und zwar habe ich ein Rezept von meinem Schatz. Das heißt Goldtröpfchen, mhm, und ist ein Käsekuchen, der eine Weltsensation ist. Käsekuchen mag ich gerne. Ja, der heißt Goldtröpfchen, weil nachher, wenn der aus dem Ofen kommt, der wird zweimal gebacken, sind obendrauf so kleine Goldtröpfchen, wo der Zucker karamellisiert. Oh, obendrauf so dick Baiser, unten drunter eine Käse, dann der warme Biskuit. Engagiert. Und ja? Ja. Und wenn du den isst, ich schwöre dir, du merkst, wie man wächst. In die Breite? Ja. Du wächst richtig mit. Aber der Johann ist natürlich als Bäcker unschlagbar, weil was die wenigsten Menschen ja wissen, er ist ein leidenschaftlicher und sensationeller Patissier. Aber dann lade ich ihn lieber nicht ein, weil dann übernimmt er nachher meine Sendung. Das wäre ja doof. Könnte passieren, hat er hier ja auch gemacht. Früher hieß das ja Lecker Lichter und dann kam er. Weg war ich. Ne, Johann? Apropos lecker. Liebe Zuschauer, ich habe jetzt einfach diese Kartoffelroulade, die habe ich jetzt einfach in so Scheiben geschnitten. Man kann hier sehen, das Pesto in der Mitte, außen der saftige Kartoffelteig und die werden jetzt schön in der Pfanne gebraten. Das sieht aber toll aus. Ja, und dazu gibt es dann diesen Spitzkohl hier mit Vanille. Hans, probier mal, wie der schmeckt. Schau mal her, wie das ist. Das ist, guck mal, bei sowas haben früher die Zuschauer noch geklatscht. Guck mal, heute nichts mehr. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Der Spitzhalter, aber sonst ist er sehr lecker. Johann, darf ich mal ganz kurz, bleib still stehen. Probieren wir jetzt hier. Du hast da ein bisschen Puderzucker gehabt. Probier jetzt mal wirklich. Spitzkohlwille, ja. Oh, da hat man auch früher noch im Publikum gemacht. Ja, aber das Publikum von früher ist nicht mehr da. Wir haben frisches. Wir haben frisches Publikum. Du lebst noch in München, oder? Mhm. Und? Daniel, wenn du vergleichst so Österreich mit Bayern? Kann man eigentlich nicht vergleichen. Das Einzige ist, man muss es leider sagen, die österreichische Wursttheke ist natürlich ein großer Schritt vorne. Ja? Nein, ich glaube, es besteht ein anderes Verhältnis zu Wurst und zu Lebensmitteln. Aber es ist, kann man nicht vergleichen, es ist beides sehr schön. Ja. Und deswegen lebe ich auch seit fast 13, 14 Jahren in Bayern. Und aber ihr dreht ja eure Sendung, die dreht ihr doch in Elmau in Tirol, oder? Die drehen wir in Elmau in Tirol, genau. Ja. Und wie viele Staffeln gibt es da im Jahr? Wir drehen pro Jahr 97 Minuten, sprich, seit letztem Jahr sind wir als 90 Minuten auf Serie und wir sind sehr zufrieden. An dieser Stelle wollten wir auch mal kurz vom Team Danke sagen an die Zuschauer, die uns so schön begleitet haben über diese Staffel. Und das Schwierige bei eurer Sendung ist, man kann da gar nicht so viel erzählen, weil das Wasser so im Mund zusammenläuft. Und hier verbrennt übrigens die Pfanne da vorne, gell? So, müssen wir das Gemüse kurz anbraten. Karotten, Zuckerschoten und Spargel, alles rein, kurz anbraten. Ja. Aber wo wir gerade bei Anbraten sind, ja, du bist ja auch ein begnadeter Musiker. Und zwar kannst du ja Trommel, Maultrommel. Ja, das. Und ich habe zufälligerweise vier Stück hier. Vier wir Stück würden hast du gerne da lernen, ne, Eni? Aber Johann hat auch welche da. Hast du welche da? Ja. Ja, mach mal probieren. Die müssen bei Johanna liegen. Hier schau mal, ich habe eine für dich mit. Schau, ich habe eine für dich. Ach, du hast, nee, ich habe eine. Verstehe. Wollen wir das mal machen kurz? Gerne. Kannst du es? Was? Hast du schon mal? Darf ich noch was sagen? Der Übergang war perfekt. Ja, total. Wo wir gerade beim Anbraten sind, der Hans hat eine Maultrommel. Ja. Da hat man schon auch mal geklatscht. Weißt du, wie ich da drauf gekommen bin, Johann? Man muss ja jetzt weiterdenken. Ich habe mir nur überlegt, das hat sich schon manch einer im Mund verbrannt. Ah. Und darüber kam ich dann auf Mund und Trommel. Ah, okay. Ja. Dafür muss man allerdings die gleichen Tabletten nehmen, wie ich kriege.
Sonst kann man das nicht verstehen. Mach mal. Sind das die Grünen, die du nimmst? Bitte? Nimmst du die Grünen? Die Grünen? Tabletten? Ja, aber gemischt. Morgens grün, mittags die roten. Okay, sehr gut. Ich wollte es dir mal kurz zeigen, weil das ist natürlich das brauchst du, um in den Bergen zu überleben. Eine Maultrommel? Ja. Kein Wasser? Kein Wasser. Wenn du Maultrommel kannst, kriegst du Wasser. Wenn du Maultrommel kannst, kriegst du einen Schnitzel. Wenn du Maultrommel kannst, kriegst du Frauen. Du kriegst alles mit diesem Ding. Dann muss ich wissen, wie das funktioniert. So, komm. Komm. So, muss die noch gestimmt werden? Nee, ist alles gut. Du hältst es einfach so hier. Hältst es kurz an die Zähne, so. Vorne an die Zähne, ganz leicht vorne an die Zähne. Also dranhaken, ja. 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 Und dann springt... solltest du nicht auf die dritten klopfen, sondern... Johann, du hast es gut, du kannst deine Zähne dafür rausnehmen. Ja? Genau, schon durchspringen müssen und wenn du da ein bisschen Luft ziehst, so ein bisschen Nebenluft ziehst, jetzt muss ich das Mikro ganz aufmachen bei dir, dann hört man das schön. Das tut weh. Ja, mein Lieber. Nee, kannst du das? Ja, mein lieber Lichter, es gibt Dinge in den Bergen, die tun manchmal weh, auch wenn sie erst schön sind. Kann man damit auch ein Lied spielen? Ja, wenn du es könntest, könnten wir ein Lied spielen. Mach doch mal vor. Da musst du mitmachen. Eni, das da ist übrigens schwarz, nicht mehr ich braun. Weiß, gut, ich lenke dich nicht weiter ab. Tschüss. Nein, mach mal ein Lied, bitte. Da brauche ich dich doch dazu. Johann kann auch spielen. Johann, tu mal dein Ding in den Mund. Ich kann es nicht mehr. Ich habe ein völlig schlechtes Gewissen. Ich habe den Meter noch. Alleine hier. So, guck mal, wir haben jetzt wieder reingegeben, die Shiitake-Pilze, den Spargel, die Zuckerschoten, die Karotten. Das gart jetzt alles da drin. Und jetzt gehen wir zum Schluss erstmal rein, diese wunderschönen Langostinos. Johann, hier, guck mal hier. Ja. Eni macht jetzt gerade Spielsteine für Mühle. Weiße und schwarze. Ne? Nee, für Dame ist das. Mühle geht ja nur mit den gleichen. Ich bin überfordert so, mit dem Herd. Ich habe zu Hause, mein Herd geht nur an und aus. Ja. Und der hier ist so... Sag mal, aber du hast eine Backsendung, ne? Ja, da habe ich auch professionelles Gerät, was mich manchmal überfordert. Aber du musst ihn nur reinlegen. Und umdrehen. Umdrehen? Ja. Rausnehmen. Guck mal, also sie wären schon besser. Sind sie richtig schön. So. Das sind Frikadellen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, aber guck mal, damit kannst du wirklich Spielsteine machen. Ne? Für Dame. Bei Dame geht das. Wir brauchen und das sind die Weißen hier. Ne? Also du hast schon verschiedene Varianten, was ich aber schön finde. Und das ist ganz wichtig bei einer Kochschule und bei einer Backsendung. Du hast einfach mal die Variationen gezeigt, was schiefgehen kann. Genau, genau. Es kann schiefgehen, dass sie zu weiß sind. Es kann schiefgehen, dass sie zu dunkel werden. Aber so sehen sie aus, wenn man das einfach kann. Ja. Eni, du kannst es, ne? Weg damit. So. Mein Bohnensalat ist auch gleich soweit. Mein geschnetzeltes. Ich habe das Fleisch vorher schön angebraten. Dann Zwiebelchen. Schön in den Bratensatz. Mit zweierlei Paprika. Mit Rotwein und mit einem schönen Fond abgelöscht. Den habe ich von Johann. Lammfond, ja. Mit einem Spritzer Sahne, Salz, Pfeffer. Mehr braucht er gar nicht dran, weil da ist ganz viel Aromen. Dann habe ich in zwei Rosmarinen mit reingekocht und jetzt das angebratene Lammlachs wieder dazugelegt. Kurz ziehen lassen, fertig. Die Kartoffelchen habe ich eben gekocht. Jetzt schön knusprig gebraten. Jetzt habe ich hier zugehört, jetzt ist hier schon wieder dunkel. Ist schon wieder dunkel? Ja. Deswegen erzähle ich ja so viel. Ich hatte früher einen Job beim Radio. Was? Radio-Kochschule, ne? Ja? In den 50ern, oder was war das denn? Da hat da ein Koch im Radio tatsächlich gekocht, in der Originalzeit. Hast du da schon gelebt? Da fing Johann damals an. Ich habe recherchiert, weil ich wusste, dass der Lichter in die Vergangenheit reisen möchte. Das war doch so, oder? Da gab es eine Originalzeit-Kochschule im Radio. Ja gut, ich bin erst 70 geboren, ich kann das nicht sagen, verstehst du? Ich weiß das nicht. Was hast du gesagt? Du bist erst 70 geboren? So. Wir braten jetzt hier schön diese Rotbarben in Olivenöl mit Knoblauch und etwas Thymian. Daneben diese schönen Rouladen und da vorne den Spitzkohl. So schön braten lassen, gell? So. Hier ist alles super. Du kannst jetzt die Suppe einmal kurz durchpassieren. Ich glaube, die Sachen sind gegart. Die dürfen nicht zu heiß werden. Und dann tun wir die schön abschmecken. Wunderbar.
Guck mal hier, die Einlage hier. Warum schüttelst du das denn jetzt schon wieder um, Johann? Gut, ne? Ich finde, schmeckt sehr lecker. So, jetzt tun wir den Sud erstmal schön einkochen, gell? So, Eni, also der Bohnensalat habe ich mich selber übertroffen. Ich weiß der nicht. Der ist sehr lecker. Ja, und so ein schönes Lammgeschnetzeltes mit schönen Rosmarinkartoffeln. Was ist da an dem Dressing alles dran? Da ist ein bisschen Honig, ein sehr schöner Essigpanzer. Da kommt noch ein klein bisschen von diesem Salz oben drüber. Mhm. Das kommt dann noch über die Kartoffelchen. Das mag ich immer beim Essen, wenn das dann so ein bisschen... Ja, wenn das so knackt, ne? Das ist übrigens eine wunderbare Sache. Jetzt kommen noch ein paar gehackte Rosmarinstifte darüber. Und dann ist es schon soweit. Und dann kriegen die Küchenschlachtgewinner von mir heute auch noch mal Essen. Doppelt Essen für die. Einfach, weil es Spaß macht. So. Weißt du, ich mag nämlich nicht, wenn man die Kartoffeln so lange mit dem Rosmarin zusammenbrät, dann verbrennt der. Dann schmeckt er nicht mehr, ne? Ja. So. Eni, was erzählst du eigentlich, wenn du nach Hause kommst, heute Abend, deinem Schatz, wenn man dich fragt, was du bei Larva Lichter lecker heute den ganzen Tag so gemacht hast? Dann sage ich, ich habe Dominosteine gebastelt mit weißen Punkten. Mühlesteine. Oder Mühle. Aber ich könnte ihm dann auch so was Geschnetzeltes machen, weil jetzt weiß ich ja, wie es geht. Wer kocht zu Hause? Kocht dein Schatz auch? Der ist ja Musiker, ne? Popmusiker. Ja, aber wir kochen beide und er macht die weltbesten Frikadellen. Da macht er nämlich Lavendel dran. Lavendel? Mhm. Ja. Lavendelfrikadellen. Ja. Johann, magst du Lavendelfrikadellen? Ich mag alles. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen stinkig jetzt. Nein! Also, er hat Stress. Ja, aber wenn der so sagt, ich mag alles, ja, dann alles, weißt du, dann weißt du genau, er will seine Ruhe haben. Nee, die Einlage tut mir jetzt keiner großes. Ich mag alles. Hol mal kurz Schüssel. Ich mag alles. So. Oh, die Suppe ist hier wirklich, Leute, die Suppe ist ein Traum. Die Suppe wird sehr schön. So, das da rein, genau. Wenn du soweit wärst, könnten wir auch ein bisschen anrichten. Ja? Und hier sind dann die schönen Spiralen da von den Kartoffeln, schön angebraten. So, guck mal hier. Kartoffelrouladen mit Pesto gefüllt. Hier eine wunderbare Beilage, Leute. Sag mal, vegetarisches Essen. So. Dann haben wir hier jetzt. So, jetzt kippen wir, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes: Wir kippen jetzt erstmal da oben drüber die Suppe. Über das ganze Gegarte. Die schön aufgeschäumte Suppe, guck mal hier. So. Dann kommt darüber, das ist wichtig jetzt, Erdnussöl. So, das ist super vom Geschmack her. Und jetzt ist noch deine Aufgabe, Hans, guck mal hier, viele Korianderblätter so schön drauf zu. Das ist nämlich wichtig, Koriander passt hier sehr gut dazu. Schau her, das ist eine perfekte Suppe. Also ein Riesenkompliment an Hans. Guck mal hier, großartig, super. Ja, ja, ja. So, dann werden wir auch mein Essen anrichten. Meine Rotbarbe, sehen Sie hier, liebe Zuschauer, komm mit meiner Kamera bitte. Hier, guck mal, das ist hier schön langsam braten beim Fisch. Darf man nicht zu schnell braten. Der muss schön saftig werden und da muss die Haut schön kross bleiben. Ja, siehst du hier, die Rotbarbe, nicht zu schnell braten hier. So, da mal hier rüber gehen da. Schön aber braten, so, und dann ist es gut. Bei dir alles gut? Ja, alles wunderbar. So, dann richten wir jetzt gleich an den Fisch. Schönen Della-Hormons. Oh, ich freue mich so hier auf das Essen jetzt. Ist richtig lecker geworden. Ich habe selten lecker erlebt, dass jemand sich sein eigenes Essen so gut redet. So, schön mit Salz bestreuen. Das Schlimme ist nur, bei Johann habe ich die Befürchtung, er quatscht nicht nur gut, das ist richtig gut, ne? Hase, oder? Also ich bin zufrieden. Ich da ja auch ein bisschen. Ja klar, kriegst du was. Sollen wir die schon auf den Tisch bringen? Die Suppe kannst du schon mal hinstellen, und zwar da, wo die Blumen sind. Sehr gern, sehr gern. Nur auf unserer Seite, gell? Selbstverständlich. Nur auf unserer Seite. So. Alter, ist hier mit der Pfanne die Pfanne und ich, wir sind nicht sehr Freunde. Das ist egal, lass kommen, du hast genug gemacht. Der Rest ist für Personal. So.
stellt einfach mal in die Mitte irgendwo rein. Ein bisschen schönes Lammgeschnetzeltes mit Kartoffeln und Brötchen. Lasst es euch schmecken. Danke. So. Sieht sehr hübsch aus. Moment, da müssen wir unbedingt zeigen. Ich finde, da könnte man noch so ein bisschen Rosmarin reinmachen. Als bitte Deko, schön. Ja? Du die Rotbahn noch kurz mit Butter übergießen hier. Wenn du möchtest, Rätsel. Kannst du aber auch eine Frikadelle anstecken. Ich hab leider keine dabei. Mit Schokolade. Das wäre doch auch noch was. Oh, herrlich, Leute, herrlich. So. Ah, Wahnsinn, schöner Fisch. Sieht schön aus. Ach, Wein. Wir müssen noch eine Kleinigkeit trinken dabei. So, und ich überlege gerade, ob ich Johann den... Warte, hack mal ein bisschen von Petersilie. So, wir machen ein bisschen Zitronensaft rein in die Pfanne. Und dann richten wir das an. So, der Leckstein für den Esel steht. Das ist auch schön zum Nachwuchsen. Jetzt zieht man einmal durch die Suppe, ne? Ja. Johann trinkt immer gerne ein bisschen mehr rein. So. Das ist mal extra nicht voll, weißt du? Weil der schlabbert auch immer. Aber wahrscheinlich braucht er auch so viel zum Nachtrinken nach dem Salz. Ja, klar. So. So, Rotbarmrolf, wie sieht das aus bei dir? Popo hoch, ranschieben. So. Nervös? Guck mal hier, Leute, hier, bitte mal ein Foto hier. Guck mal da. Wir wären soweit, ne? Liebe Annie. Das rüberstreuen, genau. Mit Zauber. Das Dekolleté muss geschützt. Dann kann man nach vorne gehen mit der Platte. Ich mach den Herd aus. Verständlich. Ja, der könnte man noch mit Blumen. Und deine Suppe haben wir vorne. Genau, mal alles da, ne? Moment. Okay, passt alles. Johann. Oh. Sieht super aus. Johann, bist du zufrieden mit deinem Essen? Du hast noch nichts darüber verlauten lassen. Ich würde gerne mal hören, wie du selber über dein Essen heute denkst. Hase, sprichst du nicht mehr mit mir? Er ist immer so schnell beleidigt. Was macht er denn jetzt schon wieder? Ja, vor allen Dingen sind da hinten die Herrschaften schon am Essen. Ich möchte jetzt einmal in Ruhe essen. Bis nächsten Samstag. Tschüss. Es war mir ein Träumchen. Dankeschön, liebe Eni. Danke. Meine Damen und Herren, nächste Woche heißt es trotzdem wieder Lava. Nicht der Lecker. Er ist so süß. Tschüss. Dankeschön.